So, dann würde ich sagen, es ist 16 Uhr, das heißt, wir können starten. So, soweit ist alles fertig. Jetzt fällt mir natürlich hier noch was runter. So, dann einmal Bild. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier auf Twitch zu meinem allerersten Stream. Und zwar habe ich mir rausgesucht, dass ich hier Lego Harry Potter spielen werde, allerdings eben auf der Switch, wie ja schon zu sehen ist. Ja, ist mir auch noch nicht ganz unbekannt, das Spiel, aber ich glaube, das ist jetzt 5 Jahre her, dass ich damit mal Kontakt hatte. Deswegen, Sound ist da, läuft alles sehr schön. Hedwig ist da, mein Zauberstab ist da, richtige Klamotten sind auch da, mein Slytherin-Hoodie und mein Schal. Würde ich sagen, perfekt abgestimmt. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal rein. Ich hoffe halt, Ton und so stimmt. So, ich hoffe, wenn es nicht stimmt, dass dann irgendjemand mal reinschreibt, dass da irgendwie. Nur zur Info, mein Bildschirm für die Switch, der ist da oben, so mal jemanden hochgucken. Ich habe mir schon den Stuhl nach hinten gestellt, wenn ich jetzt nicht so da sitze. Titi.
Lego Harry Potter, Jahre 1 bis 4. Und ja, in den Lego-Spielen wird ja, also in diesen Lego-Spielen zumindest, wird ja noch nicht gesprochen. Es wird ja dann erst so, also ich weiß, in dem neuen Horizon, da wird gesprochen, aber ich kenne jetzt erstmal nur Lego-Spiele, die leider nicht gesprochen wurden. Aber ich fand die mal ganz süß eigentlich. Ja, speichern bitte. So hoch und gute Gartenzwerg. Kann man mal verwechseln? Katze ist Katze. Och, er geht doch nicht durchs Beet. Wo immer der den jetzt versteckt hatte, irgendwo in seinem Bart. Oh Gott, Harry, du bist ein ganz schön hässliches Baby. Und schon eine Brille. Oh, faules Stück. Bediene uns. Ja, Mädel. Der Toaster, genau. Der futtert einfach weiter, der Dudley. Am Scheibenwischer. Ich dachte schon immer, die alten Harry Potter Spiele, die Jump'n'Run und so, wären echt gut darin, die Story abzukürzen. Aber Lego legt da noch mal eine Schippe drauf. Speed-Durchgang. Der tropfende Kessel. So, jetzt wollen wir mal gucken. X drücken, Charakter wechseln. Sieht so aus, als ob er besessen wird. Da drin den Guardian Leviosa zu hören. Ich gucke mir jetzt mal um. Ja. Jetzt muss ich es zerstören. Aha. Ui, das vibriert richtig. Der setzt sich da einfach wieder hin. Gut. Herzen sind ja noch voll. Wie soll ich da jetzt rankommen mit Harry? Nee, Harry springt auch nicht wirklich höher.
das ist eben, ich weiß nicht mehr so richtig, was ich jetzt wie machen wollte. Ah, es wird eine Treppe. Na, sehr schön. Die X-Taste will heute irgendwie nicht so recht. Doch. Habe ich das schon gemacht bei dem Tisch oder nicht? Wie haben die das hier eigentlich gebaut? Ja, komm, stell dich mal drauf, Perry. Sehr nett von dir. Natürlich kommt er wieder runter, der Depp. Hat irgendjemand einfach die Klinke weggenommen? Was kann ich hier noch anzaubern? Da kommt der Quirrell! Läuft hier einfach in der Stadt rum, als wäre es nichts. Ja, alles umkippen. Macht ja nichts. Ah! Jetzt erstmal sauber machen. Aha, ja, gut, Hagrid. Verstecken brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht. Vielleicht doch. Haben die Leute alle ihre Sachen hier nicht richtig bunkern? Ach so, ah, okay, da muss dann Harry drauf. Bob Malfoy! Danke. Den Schüler gerettet. Na, schöner als einsam. Da ist ein Spinnennetz. Ja, natürlich erstmal Trank bauen. Blumen waren hier. Jetzt brauche ich noch ein Eis. Gib mir das Eis.
Haut weg. Tada! Hup, da kommt es einfach wieder raus. Ach, verdammt. Vielleicht mit Harry. Na komm, wir hatten es doch gerade, dass er so gesprungen ist. Irgendwie will das nicht. Na komm. Mensch, Harry, kannst du überhaupt? Wow, okay, fast. Jetzt komm aber hoch da. Mich woanders hinstellen. Hagrid, kannst du dir das nicht mal nehmen? Nee, kann er nicht. Hii, geh weg. Kann noch kein Lumos. Jetzt. Es geht doch. Und raus. Wollte die Tour mich gerade aufpressen? Das hoffe ich auch nicht. So ein bisschen an die Bücher aus Book of Unwritten Tales 2 denken. Ach, Licht. Die Leute müssen arbeiten können. Herz geht auch automatisch auf einen Charakter, der es nötig hat. Alles meins. Nur Kobolde können die Schlösser öffnen. Das macht tatsächlich Sinn. So. Ja, ich hab's verstanden, aber ich will hier meine Jobs haben. Angeblich noch nicht an. Hier ist noch eine.
Fleischfressen-Truhe. So. Und wieder umgucken. Mensch, Hagrid, stell ich so an. Da, da ist es. Ich krieg dann wieder ein Wappenteil, aber hier ist kein Wappen. Da bin ich einfach nur zu blind. Nö. Nichts zu sehen von dem Wappen. Rafa. Na? Ausgeschlafen? Ich muss das mit Hagrid machen. Okay. Es ist auch lustig. Die sind sehr gut gemacht, die Spiele. Wie kann man Hagrid übersehen? Jetzt mal ohne Witz. Bringt mir nichts, gib mir den Schlüssel. Er malt da einfach ein Haus. Bin ich jetzt der Kobold? Ich bin der Kobold. Der Kobold mit seinem Schlüssel. Ach, jetzt bin ich gar nicht auf den Tisch da hinten gegangen. Mein Gott. Ich kann das nicht aufmachen. So. Kann der das Schloss auch aufmachen? Oder muss ich dafür zaubern? Er kann es offenbar tatsächlich nicht aufmachen. Aber ich kann auch nicht mehr wechseln gerade. Ich muss jetzt als Kobold spielen. Jetzt geht's plötzlich wieder. Mein Gott. Aua, es vibriert. Es ist sehr schön, wenn der Schlaf wenigstens gut war. Dann mache ich das hier hinten. Nehme ich jetzt noch was. Harry? Harry, komm mal ran. Die X-Taste spinnt heute irgendwie ganz schön. Jetzt. So. So, und den nehme ich auch noch mit. Hallo. Ich kann hier nicht ranspringen, ne? Das ist jetzt. Jetzt. So. Ne, kann ich auch machen. Kann ich wahrscheinlich erst, wenn ich alle Humora gelernt habe, machen. Ja, warum nicht? Wenn du zu voll zum Laufen bist, fährst du einfach hier in so einem Wegelchen rum. Oh. Das wollte ich nicht. Achso, ja. Ja, gut. Was macht denn das jetzt für einen Sinn? Gringotts so einen Hebel anbringen, den die Kobolde nicht ziehen können, weil er zu schwer ist. Rein da. Wieder so eine fressende Tür. Tatsache. Tatsache. Ich kann ihn nicht abschießen. Höchstwahrscheinlich baue ich jetzt wieder den Kobold. Ja, hier. Na,
Ja, okay. Sehr ausgeklügeltes Sicherheitssystem. Der lässt doch auch nur den hier durch. Wird immer ganz hinten drin. Gringotts Verlies. Da muss der Kobold dran. Kann ich hier sonst noch irgendwo? Hallo Drachi? Nicht gedacht, dass hier auch ein Drache rumfliegt. Ups, ups, ups. Ich finde das faszinierend. In den alten Jump'n'Run Harry Potter Spielen, da hat man die meiste Zeit damit verbracht. Nichts passiert. So Link-like quasi. Immer alles kaputt zu machen, was einem so vor die Nase kommt. Basen, Gebäude, irgendwelche Pflanzen, immer alles kaputt gemacht. Und dann in den späteren Spielen ist man dann plötzlich damit beschäftigt, Hogwarts wieder aufzubauen. Und ich denke mir jedes Mal so, ja, wenn du die ersten Jahre alles kaputt machst, musst es natürlich wieder heile machen. Und hier ist es irgendwie genauso. Hier ist alles schon kaputt. Ich sehe nichts. Geht aus dem Bild. Ich sehe nichts. Nee. Nee. Ist so nervig, dass es momentan nur Hagrid zaubern kann. Welche Angewohnheit verlernt man nicht, alles kaputt zu machen? Also damit hättest du recht auf jeden Fall. Also ich bin von den Spielen quasi darauf geprägt, immer auf alles zu feuern, was irgendwo rumsteht, weil da was drin sein könnte. Und dann kommen jetzt diese Spiele und ich soll wieder alles reparieren. Warum? Ja, Harry das Rich Kid. Falsche Tür, glaube ich. Aber nicht gesehen, wir haben nichts gesehen. Alles gut. Und wieder im Bad versteckt. Ach, Ollivander. Der Ollivander. Ich jetzt endlich meinen Zauberstab. Das ist so dieser Hinweis für Blöde. Da sollst du rein. Hm. Das ist ein Stock. Ne, Hedwig. Das ist ein Stock. Guck mal in die Kamera. Wir haben Geburtstagsparty gefeiert. Was meinst du denn, was die da gemacht haben? Siehst du, Hedwig, du hast auch einen Auftritt. Ja. Level abgeschlossen, freies Spiel. Ja, zwei Waffen fehlen mir, aber ich weiß jetzt nicht, wo die waren. Ich weiß wieder, auf das Dach gekommen ist. Wann habe ich denn die gefunden? Ich kann nicht. Ja, Geschichte fortsetzen.
Plötzlich sind sie da. Das soll vermutlich Percy sein, der ganz vorne. Er sieht irgendwie nicht aus wie Percy. Geil. Wenn du nicht sprechen darfst, dann musst du es irgendwie anders gestalten. Ja, Hermine, mach du das mal. Ich liebe, dass wir die das alles einfach abgekürzt haben. Ist das nicht eigentlich verdammt ungünstig, dass Hagrid in so Booten, Malfoy, oder in dem Wagen immer ganz hinten sitzt? Denn wenn das Gewicht hinten ist, dann kippt es doch auch. Ist aber in den alten Spielen so, dass nicht gesprochen wird. Also ich weiß, gibt jetzt für Horizon Lego Game, da wird gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob es bei den anderen auch ist. Ich habe noch ein paar andere. Und ein paar andere Lego-Spiele. Ich weiß gar nicht, ob da gesprochen wird. Vorgedrängelt! Nein, 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 nein. Das ist doch Percy, oder? Da vorne, aber das sieht nicht aus wie Percy. Percy braucht seinen Hut, dann erkenne ich ihn, wenn er diesen spitzen Hut immer aufhat. Aha! Schlafsaal. Wer bist du? Dean Thomas, wahrscheinlich. Hallo Hedwig. Da kann ich irgendwas. Ah! Ich habe ja jetzt noch nicht so viele Zauber. Ich muss ja jetzt mal zum Unterricht. Ich will jetzt noch nicht raus, ich will hier gucken. Mein Gott. Ich kann halt wirklich noch nicht wirklich zaubern. Ich kann hier rumzielen, aber bis auf hier so rumballern kann ich noch nichts. So. One Hogwarts freigeschaltet. Wuhu. Ich hätte vorhin auch in Gringotts einfach viel mehr rumballern müssen. Wie viel Ärger kriege ich dafür? Wie viele Hauspunkte werden mir dafür abgezogen? Aha! Ein goldener Stein. Komm. Komm hoch. Das kann ich nicht zerballern. Warum kann ich das nicht zerballern? Das kann ich noch nicht wieder aufbauen. Nee, ich habe auch noch keine Zauberliste. Muss ich wahrscheinlich jetzt nochmal Repar holen. Oder kann Jon das schon? Vielleicht? Jetzt komme ich da nicht durch wegen Harald. Harald P. Punkt. So. Ach du, wo kommst denn du jetzt her, Hermine? Das ist der Jungenschlafsaal. Nee, kann er nicht. Die Termine? Nee, kann es auch noch nicht. Ich konnte doch sonst schon vorher alles.
Na gut. Der pennt. Aufstehen, Alter, wir müssen zum Unterricht. Aufstehen! Das ist eine fleischfressende Couch. Das tut mir leid. Geh mal zum Orthopäden. Das sieht nicht gut aus. Konnte ich denn damit rechnen, dass die Couch den auffrisst? Hilf für eine Not, um Belohnung zu erhalten. Ja, ich würde dem hier gerne helfen, aber ah, okay. Schwups. Geht's ihm wieder gut. Weil ich war ja so gesehen dafür verantwortlich, dass irgendwas passiert ist. Oder nicht? Was bist du? Warum will mich denn hier alles fressen? Das kannte ich ja sonst nur aus Titan Quest, dass dich wirklich alles angreift. Selbst die Vögel. Ja. Was ist das hier, ein Gesuchtbild? Angemalt. Hier wollten sie Schach spielen. Meins. Ein größeres Schachfeld. Da, 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 da. Ja, wie komme ich denn jetzt an dir vorbei? Und Hose weg. Ach so, und er frisst jetzt die Hose. Ah, ja, okay. Ja, sing mal schön. Fast kopflose Nick. Geister werden dich durch Hogwarts läuten. Okay, also immer dem Geist hinterher. Mag keine Schlange. Komm, komm rüber, Treppe. Treppe hier. Ja. Hier rüber. Böse Treppe. Das musste jetzt sein. Ron kann Krätze in Röhren schicken, um Puzzle zu lösen. Krätze habe ich auch hier. Rein theoretisch kann ich die mir hier hoch hinsetzen. Yo, Fluffy. Ah, sehr schön. Jetzt kann ich den fragen. Okay. Mach auf. Nein, doch nicht. Das sollst du nicht Krätze losschicken. So. Fragen mal, ob wir durch dürfen. Immer auf alles schießen. Immer auf alles schießen. Komm rein. Thank you.
Gehe ich hier? Ich will ja ein paar Zauber lernen, endlich mal. Was sind das schon wieder für ein Film? Ah, Flitwick! Sollte Rons Zauberstab nicht erst im zweiten Jahr kaputt gehen? Ach, Ronnie. Jetzt fehlt mir so ein bisschen Hermines It's Leviosa. Du hast einfach nur falsch betont, Ronald. Hier ist eine Schlange drin. Na gut, wie kriegen wir denn jetzt unsere Mitschüler darunter? Ah, okay. Nummer 1 ist wieder frei. Schön, wenn die Mitspieler schnallen, was du willst. Okay, da ist eine Zeichnung. So. Du jetzt. So, Treppe gebaut. Selbst das Gemälde dreht durch. Okay. Mal reparieren. So. Darum hängt der letzte. Ordnung machen. Wenn die Lehrer das schon nicht machen, dann mache ich es eben. Und zack. Das ist ein Ritter, jetzt erkenne ich es erst. Sehr freundlich, danke. Und Wingardium Leviosa freigeschaltet. Wipe. Noch weiter.
Na gut, ich hätte das vorhin anders stapeln sollen, wäre ich da jetzt vielleicht dran gekommen. Einfach rausgehen. Tschüss, Professor. Ich habe noch Besseres zu tun, als hier zum Unterricht zu gehen. Wie baut da die ganze Zeit irgendwelche Bilder? Kann ich das nicht ins Regal legen? Achso, soll das auf den Stapel hier vielleicht? Nee, offenbar nicht. Ah, okay. Einfach nur zur richtigen Farbe. Es werde nicht. Zaubern. Da oben hängt auch Rena fest. Warum hängt die denn alle irgendwo fest? Was ist falsch mit euch? Die lässt einfach mal ihre Mieze verschwinden. Ach so, ich muss mich hier erstmal durch. Das Blaue zuerst. Ein Wichtel! Ein Wichtel aus Kornwoll. Dann grün. Und gelb ganz oben hin. Na. So, dann geht's. Jetzt den Löwen. Aha. Hallo, überall runter. Führt mich das hin? Ach so, Shortcut. Okay. Okay, okay, okay. Peachy mit Mrs. Norris. Da ist wieder Percy. Da ist Dumbledore mit den Zwillingen. Die schon wieder irgendwelche Scheiße gebaut haben.
hier aber auch nichts offen ist. Alles muss ich nur selber machen. Jetzt haben wir Blumen mitten in der Eingangshalle. Ach, das konnte nur Hermine. Die Jungs haben mit Bücherregalen nichts am Hut. Achso, es ist die große Halle, okay. Ich dachte, wir gehen wieder zum Unterricht. Essensschlacht. Charade. Altron unten im Berge. Ich dachte, ich sag Bescheid. Hinterher. Aus dunklen Tiefen. Okay, nee, das kann nur Hermine. Da ist er. Da ist er, der Troll. Nee, du bleibst da. Ich will den blauen bitte haben. Wow! Ich krieg mal wieder ein Wappen.
Wasser anmachen. Oder auch nicht. Okay, ich dachte, ich muss das Wasser anmachen. Der arme Kerl steht in Flammen. Wachsen dann Blumen draus. Vielleicht bringt das was. Waren hier vorne noch welche? Da waren noch. Ja, warum nicht? Warum nicht? Lass uns lässt sie nicht durch, weil wir Jungs sind, aber den Troll lässt man einfach mal durch. Ach so, der Troll ist einfach mal im Glück. Jo, warum nicht? Bäh. Ganz ruhig. Keiner tut hier irgendwem was. Oder doch. Ah, die Kapitel vom Troll.
alt ist der, hat der, das hat der denn für eine Reichweite? Das kannst du behalten. Meine Güte. Unhöflich ist das. Ja, ihr stinkt. Oh, geht, geht, geht. Ja, yeah. Das ist praktisch. Das ist sehr, sehr praktisch. So für eine öffentliche Toilette. Ja. Hehe. Nicht geklappt. Ich habe ja wohl viel mehr gesammelt. Nina, du bist es. Ich habe mich jetzt gewundert, was da hinter mir so schmatzt. Da liegt die Katze. Ah, was ist los? So. Festgebackt. Na, durch. Muss ich wieder zu Flitwick? Sieht so aus. Einfach normal. Disco-Kugel im Unterricht. Aha. Lumos sollen wir lernen. So, jetzt kann ich die Pflanzen hier wegscheuchen, ne? Weg! Mach alles wieder da. Ich kann alles wieder zusammen. Hey! Nicht im Unterricht schlafen! Meine Treppe ist auch wieder kaputt. Fair. La 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 la.
Ja, ihr habt schon gemerkt, dass ich das kann. Und gebaut. Nee, nee, du bleibst da. Jetzt kommst du mit. Schieben dich hier unten rein. Okay, das ist jetzt nicht so besonders. Kann ich vielleicht trotzdem schon provisorisch? Ich kann hier schon hoch. Jetzt wachsen hier auch noch Pilze im Klassenzimmer. Ich noch mehr spinnen. Mehr spinnen. Geh weg. Ich wollte es eigentlich nur runterwerfen, hat aber nicht funktioniert. So. Warum mache ich nur wir das? Warum sitzt ihr da alle rum? Ups. Ach, jetzt komm, Harry, du bist da vorhin auch aufgekommen. Weg! Da ist noch was. Mehr Spinnen. Sammeln. Das letzte haben wir uns auch gleich noch. Warum zielt der eigentlich die ganze Zeit mit unserem Zauberstab auf uns? Mit seinem Zauberstab. Das hier ran. Lumos! Und schon wieder raus. Momo baut nebenan wohl wieder Scheiße. Ach so, jetzt geht er voran. Ihr hattet einen Apfel. Oder Ball. Keine Ahnung. In Gefahr. Der bombt da irgendwo seinen Ball hoch und das nennt sich in Gefahr. Also, wir bauen uns ein Kartenhaus. Natürlich.
brauche einen kraftvollen Schrei. Den von der fetten Dame? Ja, ich nenne sie so. Sie heißt, deswegen nenne ich sie so. Er hat dich halb lieb. Deswegen will er jetzt super flauschen. Gesundheit, Mina. Übrigens, wenn jemand einen Grund hat, erkältet zu sein, dann Heidi. Also, Mina, bitte benimm dich. Ach, der lässt mir nicht durch, das ist ein Vertrauensschüler. Ach so. Scheiß Vertrauensschüler. Wieder nicht durch. Harald steht im Weg. Zaubertränke. Mina, guck mal, da bist du. Schwarze Miez. Du bleibst mal hier sitzen. Aha. Mega Powertrank. Ich auch. Ich trinke jetzt auch meinen Megapod. Mensch, Snape. Nicht so grimmig. Schlangen. Und dann wundern sie sich über die eine, die da unten in der Kammer des Schreckens rumturmt. Rein da. Kretze. Ach so, Kretze kommt doch nicht durch. Doch, doch, Kretze kommt durch. Kretze kommt doch immer durch. So, nein! Nimm das wieder mit und da rein. So. Zaubertrankunterricht alles kaputt machen, so hochmutig. Ja, ihr müsst wieder Stress machen hier, ne? So, wo ist die letzte Zutat? Ich weiß, dass ich raus kann. Das sieht gut aus. Ja, da hängt ein Skelett, da hängt einfach ein Skelett im Zaubertrankunterricht. Überhaupt nicht bedenklich. Alles gut, alles gut. So. Ah ja. Ist gut, Bonnie. Jetzt sie. Stärke dran.
Nee, 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 da. Gib mir das. Okay, solche Angst habe ich ein Gryffindor-Mädchen freigeschaltet. So viele Angst vor Schlangen habe ich dann auch wieder nicht, dass ich davor so wegrenne. Nee, hier haben wir schon, wir haben gefüttert, genau. Hier haben wir den Löwen schon gefüttert. Ich kann mir nie merken, welche ich schon gemacht habe. Na jetzt, du darfst nicht vergessen, er kann sich 2 Meter lang machen, ne? Also ein gutes Stück von der Couch nimmt er garantiert schon ein. Kann ich nichts machen. Nirgends kann ich was machen. Nicht mal hier. Wo ist er jetzt hin, der Nick? Hey! Pisst euch! Mobbing wird hier nicht geduldet. Schüler in Gefahr. Ach, da ist wieder so ein Wichtel. Ein Wichtel aus Cornwall. Schneller als du, Nick. Okay, das funktioniert hier nicht. Gut, dann nicht. Professor Sprout. Ach, jetzt kommen die alle raun. Ach so, nee, sind nicht alle raun. Was sind das? Haben die 3D-Brillen auf? Die Pflanze, ich will auch so eine. Die klaut Momo dann ihre Leckerlis. Wo bin ich denn überhaupt? Ja, warum zum Pick bin ich Ron, wenn der da hinten festgesetzt ist? Es lohnt sich auf jeden Fall, Rafa. Also, ich finde die Spiele wahnsinnig toll. Ach, jetzt doch. Ach, Lumos Solem, stimmt. Nicht.
nicht Lumos, sondern Lumos Golem habe ich gebraucht. Verdammt. Da oben ist noch einer. Gib mir die Stats. Die lachen sich hierhin ab, ey. Das gibt's nicht. Das wirft halt echt kein gutes Licht auf Slytherin. Dass ich der Pflanze füttern kann. In Anführungsstrichen nur Stats. Prodi, was soll ich denn machen? Die da hinten kann ich ja nicht zaubern. Ja, ich kann auf Objekte zielen, das ist mir schon klar. Aber das bringt mir ja alles nichts. So. Vor allen Dingen Wingardium und Leviosa und Reparo und die nun mal nicht ansatzweise dasselbe, ne? Aber in dem Spiel irgendwie schon. Ach so. Ja, warum nicht? Warum nicht? Thank you.
Pistole. Kann ich jetzt gehen? Den dauert das Lachen vergangen. So. Lecker. Nom, 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 nom. Hätte ich hier das Gift vielleicht noch füttern sollen? Ein Auto! Jetzt das Gift. Gemein. Und jetzt liegen so die Steine rum. Oh Gott, Madame Hooch. Das wäre ich, glaube ich, auch. Ach, Neville. Ja, genau, jetzt fliege ich hier nochmal so durch die Gegend. Nur Harry kann gut auf seinem Besen fliegen. Na, vielen Dank auch. Ja, dann wechsel doch auch auf Harry. Danke! Ja, jetzt. Fliegt einfach weg. So, gib mir das sehr. Was? Warum hat sie jetzt eigentlich plötzlich Hut im Schlepptau? Ja, ein Schüler weniger, muss ich noch einen anderen reinholen. Jetzt kann ich mit dem Besen fliegen. Okay, kann ich noch nicht machen. Hier kann ich dran zaubern. Ja, okay, kann ich jetzt halt schlecht machen, glaube, weil dafür brauche ich den Top. Ich komme.
kommen hier ja noch nirgends ran. Ach so, dann habe ich Kopf Ohrenschützer auch. Was auch immer der jetzt auf dem Schädel hatte. Ja, genau. Irgendjemand hat Harry ein Messer durch den Kopf gejagt. Ich weiß nicht. Ja, kannst du vielleicht doch einfach wieder gar nichts aufhaben? Nö, irgendwie nicht. Ob ihr das nicht könnt, ihr seid doch schon viel länger an der Schule. Ach, hier ist schon ein Zahn. Jetzt bin ich gespannt, wo ich den Knochen herkriege. Ich will nicht wissen, wo die Taube den her hatte. Na? Einfach trinken. Und zieht. Ach so. Ich baue es auf, nur um es dann wieder kaputt zu machen. Natürlich, macht Sinn. So, jetzt könnt ihr wieder über die Brücke. Jetzt
macht Fisch eigentlich den ganzen Tag? Der hält hier ja nichts in Stand. Huch! Ja, ich muss erst noch lernen, wie man viel Saftbrand benutzt. Ich weiß. Geht weg! Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich muss einfach. Naja, wir hüpfen mal eben mit einem Kürbis durch die Gegend. Warum denn auch nicht? Kumpel? Geht's dir gut? Warum steck ich da jetzt drin? Ins Beet. Nö. Ich dachte vielleicht. Ein Halloween-Kürbis. Ich den vielleicht damit runternehmen. Nö, die verschwindet einfach wieder. Ey! Was machst denn du hier? Geh weg! Geschissener Stein. Alles schön sauber machen. Du, wir spielen eigentlich nur Harry Potter in der Lego-Version. Wir sind im ersten Jahr. Sprich im Stein der Weisen. Kannst du mal. Warum pennen die hier alle? Oder, okay, das ist gar kein richtiger Schüler. Das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch.
So, und das jetzt zur Eule. Oder wie, oder was? Ja. Tschüss. Schnell graben. Jo. Weg. Maulwurf im Garten. Okay, Quidditch-Stadion. Das Gefühl nicht los, dass Gryffindor gegen Slytherin spielt. Mit den ganzen roten und grünen Fahnen hier. Ja, ihr seid ein richtiger Sportfreund. Wie hast du das denn jetzt schon wieder geschafft? Runter. Das ist jetzt aber nicht Harry Potter. Nee, Hermine hat Krummbein auch noch nicht dabei, als wir hier buddeln können. Ach so, ja. Hier ist eine Araune. Ach, da ist ein Schrank. Okay, da krieg ich Ohrenstöpsel her. Da ist der Popcorn. Meins? Viel zu viel! Mein Gott! Da hat's. Hi Svenja! Ravenclaw, Junge! Wir haben alle keine Namen, wir sind immer nur Junge und Mädchen. Jetzt habe ich die Ohrenstöpsel. So. Was kann ich jetzt mit dir machen? Die Slytherins anschreien könnte ich. Haltet die Klappe! Eigentlich ist hier irgendwas aus diesem komischen Glas, was ich nur mit einem Schrei... Ach da! Ja, mein Gott, Augen aufmachen würde ohne nichts.
würde auch mal helfen. Nee, was ist da drin? Was hat der Klatsch jetzt gemacht? Der ist abgestürzt. Der Klatsch ist abgestürzt. Ja, du, bei mir ist alles gut. Bin froh, dass das hier alles beim ersten Anlauf zu funktionieren scheint, technisch. Och. Mensch, Harry. Okay, dann lasse ich die jetzt da oben. Ja, wofür klatscht ihr denn überhaupt? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich kann ihn nicht anzaubern. Ach so, hier mit der Bank komme ich da vielleicht hoch. Kann mal jemand zaubern? Dankeschön. Oh, ein goldener Stein. So. Padma Patil. Na, endlich hat jemand mal wieder einen Namen. Na dann, rein da. Wutsch, geh aus dem Weg. Erstes Spiel, da ist man nervös. Ey, geht durch. Bist du schon müde? Oh. Den kann man nur noch angeben. Oh Gott. Oh, wir müssen Harry helfen. Stehen hier bei den Krüppentopflangen. Alles schön ordentlich wegstellen, ne? Kein Grund, hier Chaos zu veranstalten. Na komm. Ja, ist klar. Ach, jetzt muss ich. Oh, die können doch aber alle nicht fliegen. Das Spiel hat mir vorhin gesagt, dass nur Harry wirklich fliegen kann. Und da ist ein Wappen. Okay, ich habe keine Ahnung, wie Ron jetzt hinterhergekommen ist, aber es ist ja gut, dass er es geschafft hat. Und hoch.
in den Selbstmord gestürzt. Okay, Ronald, dann schick mal Kretze rein. Ordentlich. So. Hellblau. Ach nee, das eine ist blau, das andere ist grün. Okay. Nee. Ich nehme nochmal weg. Ich nehme ihn nochmal ab. Du puzzelst dich da jetzt mal rein. Nee, da nicht. So, daran. Was hast du denn immer mit dieser Fahne gemacht? So. Ich habe keine Ahnung, wie ich an das Wappen daran kommen soll. Auch mit dem Besen vielleicht? Und weg ist der Besen. Na, vielen Dank auch. Sie springt dann immer ab. Keine Ahnung, wie ich an das Ding rankommen soll. Und jetzt will sie nicht mal die Treppe hoch. Ist dann aber auch ein bisschen scheiße gewählt. So. Also da baut sie sich jetzt ein Bücherregal draus.
So, da ist irgendwas. Da oben zaubert auch in der Gegend rum. Was machst du? Nee, der lässt mich nicht hoch. Weg ist er. So. Dankeschön. So. Ich hätte gedacht, wir sind schon auf der Tribüne. Und runterfallen. Gibt es nicht. Ich kann das Spinnennetz kaputt machen. Es brennt! Es brennt! Good spot. Also, Gryffindor gewinnt. Ja gut. Aber ich glaube, das reicht dann für die
Ja, für den ersten Stream hier heute bin schon seit über 2 Stunden jetzt schon dabei. Ich würde sagen, ich mache hier dann erstmal eine Pause. Und dann gucke ich mal, dass wir demnächst hier weitermachen, dass ich das auch wieder live mache. Dass wir uns dann noch angucken, wie es weitergeht. Eigentlich hatte ich gehofft, ich schaffe das erste Jahr heute, aber das wird irgendwie nicht mehr. Dass wenigstens erster Teil geschafft ist. Ja. Gut, Leute. Dann entsende ich euch. Ich mache Schluss. Ich mache euch noch ein bisschen Musik an zum Ausklingen. Aber dann würde es mich sehr freuen, wenn wir uns hier auch mal wiedersehen. Schönen Abend noch.